Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Small Lands Survive the Wilds. Ich war ein bisschen fleißig seit der letzten Aufnahme. Merk, merk. Aber seht selbst. Also, ich habe umgebaut. Das heißt, hier hinten den Teil, der eh nicht funktioniert hat, habe ich ja weggemacht. Hier vorne was rangebaut. Ich war bei den Spinnen, war aber schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Musste mich dann wieder verkrümeln, aber es hat gelangt. Mit dem, was ich mitgenommen habe. Dass ich hier jetzt den Webstuhl endlich habe. Und das heißt, mal gucken, wie spät ist es. Ja, wir könnten jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Dann nehmen wir mit. Ja, länger wie eine halbe Stunde sind wir nicht unterwegs. Also 3 mal 10 Minuten Dingsbums. Dann habe ich Heilmittel. Dann habe ich wärmendes Essen, weil wir haben wieder Winter. Es hat geschneit. Und das heißt, wir müssen... Ich war auch noch mal am Strand, also... Reptilienhaut sollte ich genug haben, dann nachher. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also, Essen habe ich gesagt, haben wir. Erdbeermarmelade habe ich auch. Bogenpfeile habe ich auch noch welche. Nee, passt zum Umziehen. Ich renne, solange es geht, mit den Klamotten hier. Damit wir es warm haben. Also, wenn schön Wetter ist, ist das Spiel wirklich genial. Ich habe jetzt die letzten paar Mal ein- und ausloggen. Ich habe es dann auch probiert, ob es jedes Mal, wenn ich einlog, eigentlich dann so Dreckwetter ist. Also, ich würde mal sagen, weit über die Hälfte Mistwetter. Und das ist mir zu viel. Also, das wäre für mich auf Dauer ein Killer. Also, wo ich sage, nee, kein Bock drauf. Ja, das mit dem Wetter, da bin ich der Meinung, da müssen sie was machen, weil es ein Spaß, also für mich zumindest ein Spaßkiller ist. Es ist duster. Ah ja, genau, die Giftkeule habe ich jetzt auch. Hier, die da. Da bin ich unten am Strand eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Jetzt von dem Giftschaden, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. So. Aber wie gesagt, das Wetter ist für mich ein Stimmungskiller, auf jeden Fall. So. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen, weil ich habe die falsche Waffe drinne. Dann nehmen wir die hier. Weil wenn, dann muss ich ja auch hier die richtige Waffen. Also, das bereiten wir jetzt schon mal vor. Das hier kommt. Ah, nee. Wo ist mein Speer da? Das ist der Speer. Ich würde jetzt im Moment mal den darauf tun, weil wir haben ja Tag. So, und hier hinten. Danke nochmal an die Erinnerung, Mike. Mit dem V benutzen. Na, komm hier runter, wenn du willst. Jetzt habe ich die richtige Waffe. So. Mit der richtigen Waffe klappt es auch besser. Ja, mit der V-Sicht habe ich dann auch die Kokons gefunden. Ja, das tun wir mal sicherheitshalber. Na, nee, wir sparen. Ich geiz da ja immer dann mit so Sachen wie die Heiltränke und weiß nicht, wie geht's euch? Ich bin so jemand, der wie zum Beispiel Diablo, diese Spezialtränke, die Mana und Leben aufladen.
Da habe ich ganz zum Schluss dann. So, jetzt auf jeden Fall das hier nehmen und das hier nehmen. So. Ja, da habe ich dann Unmengen von dem Zeug zum Schluss übrig. Wenn man durch ist, weil man einfach spart, sagt, ja, wenn es mal kritisch wird, dann brauchst du diese Erneuerungstränke. Und man spart und spart und spart. Man spart sich sozusagen zu Tode. Das weiß ich nicht mehr. Bin ich hier runter gehupst? Nee. Und zwar sind die da unten. Da unten sind die. Ah, ich glaube, ich bin falsch. Da ist der Frosch. Ich glaube, ich bin hier auch falsch, oder? Bin ich das letzte Mal auch hier runter? Nee, oder? Nee, da bin ich nicht hier lang. Ich Mist, ich bin irgendwie doch wieder falsch abgebogen. Noch drüben bei diesen Holzbrettern runter. Da bin ich doch irgendwo runter. Hier, genau. Und ganz gut, wenn man schon ein bisschen Schaden vorher drauf kriegt. Und wenn es nicht viel ist, es ist vielleicht genau das Quäntchen. Komm. Sag mal. Ja. Das ist das, was ich meinte, aber ich beim letzten Mal habe ich auch zu. Habe ich gedacht, ja gut, ein Gegengift. Hatte das dann gleich am Anfang genommen. Das ist mir dann ausgelaufen oder abgelaufen, wo ich dann hier unten war. So, ich tue mal eine. So, und jetzt tun wir die bessere Rüstung rein. Jetzt haben wir ein paar Minuten Wärmeschutz. Also sollten wir, oder andersrum, sollte uns die Kälte nicht so viel ausmachen. Okay, dann machen wir dich zuerst. Jetzt sind wir bei den Konkurs gleich unten. Der lief schon besser, der Kampf. Bisschen vergiftet sind wir, aber das sollte an der Stelle wirklich egal sein. Da hinten haben wir noch mal, aber hier sind die Kokons. Und die tun wir jetzt noch. Also dafür, dass das eine Schere ist, ist es eine merkwürdige Abbauanimation, aber das nehmen wir jetzt mal einfach so hin. Ihr seht, es ist nicht viel, was ich da raushole. Ich habe hier die vier Stück hatte ich abgeerntet, wo ich das letzte Mal da war. Aber da drüben hat es noch welche. Ich will mal gucken, dass ich diesmal auf jeden Fall mehr mitnehme, weil ich will mir den besseren Speer machen und die bessere Axt. Und noch übrig haben, weil ich vermute mal, dass ich ein Stück weit Seide brauche, wenn ich dann mir die nächste Rüstung hole.
ein bisschen drauf achten, nicht, dass irgendwo hier hinterhältig von einer Spinne angegriffen werden. Da drüben ist noch eine. Da ist eine. Stamina. Ja, geht da ganz gut. Ich kann mal schnell. Die nehmen wir noch mit und dann müssten wir eigentlich auch schon eine ganze Menge haben. Hammer an Seide. 29, ja, sehr gut. Okay, das war mal Spinnenkonkon ernten. Jetzt gucken wir den hier noch mitnehmen. Gucken, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Ne, sieht gut aus. Ah, nochmal zwei Stück, sehr gut. Da drüben ist auch nochmal einer. Also im Groben und Ganzen macht es mir ja wirklich Spaß, das Spiel, was so auch neben dem Wetter für mich so ein bisschen. Ich will nicht sagen, doch ja. Bisschen diese. Noch das oder jenes machen. Rausnimmt aus dem Spiel ist, dass wir hier keinen Character Progress haben. Das heißt, wir sind genauso wie ganz am Anfang. Einzigste, was sich eben verändert, sind die Rüstungen, die Waffen, die Werkbänke, die man bauen kann. Das ist ja okay, finde ich auch gut. Aber der persönliche Progress, also die eigene Weiterentwicklung, die. Oh, okay. Dann müssen wir uns jetzt umziehen. Es wird wieder kälter. Und wir gehen eh raus. Mal gucken, wie spät ist es. Ja. Können uns auf den Rückweg machen. Dann können wir die Seide und alles verarbeiten. Und dann können wir eigentlich sozusagen nach dem Schlafen gucken, wo es weitergeht. Unterwegs sammeln wir noch ein bisschen. So. Ding. Ich. Ja, die Speerwaffe ist genial. Ich kann gar nicht oft genug für den Tipp mit dem Speer danken. Das erleichtert mir hier das Durchkommen massiv. Und hat natürlich, wenn ich jetzt den nächstbesseren Speer mir bauen kann, der hat noch mal ein bisschen mehr Schaden. Ja, wie gesagt, der Progress, der Persön. Oh ja, dieses Werkzeug ist fast kaputt. Das hält nicht besonders lang. Die persönliche Weiterentwicklung fehlt mir enorm. Also das ist so das, was ja
Okay, da muss man gucken, das sollen wir mal alles durchreparieren. So, was brauchen wir hier? Fasern, Harz, Feuerstein und Holz. Müssen wir erstmal aufräumen. Okay, also, wo haben wir jetzt? Da haben wir. Wieso habe ich da Dings drin? Blödsinn. Aber Stein brauchen wir hier nicht. Das haben wir Fasern. Fasern habe ich nicht gesammelt. Aber Holz haben wir gesammelt, wenn auch nicht viel. Ein bisschen. Das sind unsere Insektenthemen. Chitin. Der Pelz. Da muss ich auch mal gucken, ob es da irgendwann mal mehr gibt. Die Giftdrüsen, die sammle ich drüben an der Apotheker-Dingsbums. Da haben wir was. So, die Eier haben wir, glaube ich. Oh, da müssen wir uns was überlegen, was wir mit den Eiern machen. So. Die lagern wir mal hier ein mit den Überschüssen. Und das ist gut. Es gibt dann wieder zwei Essen, weil ich brauche ja immer zwei für das Dings. Ups. Die tun wir mal hier drüben rein. Die brauche ich immer zwei pro Gegengift. Das Gegengift tun wir mal kurz aufräumen. Werde ich aber nachher auf jeden Fall mitnehmen, weil ich nicht weiß, was uns erwartet. So, jetzt kommt der springende Punkt, das hüpfende Komma. Ich brauche auf jeden Fall verfeinertes Holz. Ich brauche auf jeden Fall Harz. Reparieren. Ich brauche auf jeden Fall Fasern. Und Feuerstein, okay. Fasern und Feuerstein. So, dann können wir erstmal die Schere reparieren. So, das ist gut. Und jetzt können wir gucken, wir brauchen für die bessere Axt brauchen wir Chitin und Seidenfaden. Also, jetzt machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Das ist das. Ein Stoffstück gebraucht sei. Das heißt, eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, warum. 1, 2, 3. So. Tun wir das restliche mal hier rein. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal in der Rohf. Nee, doch, in der Rohform braucht. Dann brauchen wir Chitin. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen für die Chitin-Speer brauchen wir mehr Chitin. Wir brauchen mehr Chitin. So, also. Die Chitin-Axt und den Speer. Und den Recurve-Bogen. Das sind die drei Waffen, die ich herstelle. Den Rest lassen wir wirklich mal. Und das heißt, die Axt, das ist jetzt hier Ernteschaden 60. Klingenschaden. Das ist mein Ersatz fürs Schwert eigentlich, oder? Sechzehn bis 22, kritische Trefferschaden ist 5%. 16, das ist Ausdauerverbrauch 15, 7. Die müssen wir auf jeden Fall. Okay, und da sind wir auf jeden Fall besser. 23 bis 28. 23 bis 28 gegenüber. Ja, okay. Dann tun wir den hier rein. Und den tun wir mal da hoch. Und da rein. So, der Chitin-Speer ist auf jeden Fall klassenbesser. Hier 16 bis 22. 20 bis 28.
Der kommt. Ist der Feuersteinspeer? Den tun wir mal da rein. Und den tun wir da rein. Das ist der Chitinspeer. Da müssen wir mal gucken, ob mir wirklich, ob ich mit der Axt klarkomme. Hier als. Gucken, wie sieht denn da die Animation aus? Okay. Cool. Also, dann tun wir mal hier noch wieder einräumen. Das rein, das rein. Das kommt hier runter. Dann haben wir hier das Holz. Hier den Feuerstein. Hier die Fasern. Da noch das Harz. Und ja, viel Platz habe ich nicht, aber es ist egal, weil wir wollen ja jetzt erstmal schlafen. Sehr schön, dann tun wir was essen. Dann tun wir kurz unsere Heilsachen auffrischen. Und das hier, wir nehmen. Ich mach noch mal, komm, ich mach den restliches Dings zu Garn, weil ich habe keine Ahnung, wie viel wir für die Rüstungen brauchen. Ah, ich brauche Harz. Nee, Quatsch, falsche Baustelle. Harz ist hier drinne. Okay. Das Harz können wir, restliche Harz aufräumen. Die Fasern nehmen wir mit. Und wir tun noch das Leder ledern. So, und dann hoffe ich, wenn es je was zu erledigen gibt, dass wir Essen habe ich, ja. 7, ah, komm. Das. Und das. Und, ah, lasst mich nicht vergessen. Ich glaube, wir werden. 1, 2, 3. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Knoblauchblatt. Im Zweifelsfall muss ich in die alte Festung zurück. So, da können wir den da rein. Habe ich jetzt 10 von denen, ein bisschen was über. Ah, das müsste alt. Und dann tun wir noch zur Not hier Ameisenköppe. So, aber jetzt geht's los. Also. Wir sind auf warm. Den da will ich. Und wir gehen hier hoch und gucken mal, wie wir hier zu Lysandra durchkommen. Im Zweifelsfall muss ich mir dann bei Lysandra vielleicht eine Werkbank, also Minilager aufbauen, mal gucken. So, wo sind wir? Ich will eigentlich eher hier hoch und dann darüber. Nicht direkt hier wieder ins Spinnengebiet. Komm, jetzt können wir gerade mal gucken, wie wir gegen den jetzt. Wow! Kinder, habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen?
Das ist ja genial. Drüben ist eine fucking Spinne. Da ist auch eine. Ich muss aber hier hoch. Zweifelsfall. Bin zwar jetzt ein bisschen vergiftet, aber sei es drum. Wo sind wir? Ja, hier hoch und dann links. Jetzt eine Hymne kann man mitnehmen, kann man essen. Ich nehme mal ein bisschen Zeug mit. Ich glaube, viel brauchen wir ja nicht für eine Werkbank. Vielleicht hier hoch und da außen rum. Sehr schön. Auf jeden Fall ein bisschen Holz mit. Das Zeug, was man so sammeln kann, ohne dass man Werkzeug benutzt, ist ja okay, oder? Die nehmen wir auf jeden Fall wegen Gift und Insektenstachel. Ich will da, wird wahrscheinlich das da irgendwie so lang machen, da oben an dem Dings lang. Ich will da nicht zwischendurch. Ich hoffe nicht, dass die da unten irgendwo sitzt. Da wäre ich ziemlich angearscht. Wir probieren es oben lang. Was haben wir das? Eine neue Blumenart? Oder, ah, das ist Knoblauch-Dingsbums, genau. Okay, da brauchen wir die Axt hier auf das. Der gibt uns Knoblauchblatt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir brauchen Knoblauchblätter für das eine Gericht. Schrecke, aber ah, die kann man auch mal aufsammeln, aber da will ich jetzt nicht, will mich jetzt nicht zu arg belasten. Okay. Ich bin mal auf die ominöse Bienenrüstung gespannt, weil ich weiß, die muss was Besonderes sein. Ich habe bei Wack gesehen, blablabla innerhalb der ersten Stunde an die Spinnen, an die Bienenrüstung und ich habe dann nochmal eingesehen, ah, ich habe jetzt meine Bienenrüstung. Also die scheint dann schon was Besonderes zu sein. Und natürlich wollen wir das auch haben. Frage, ist er da unten irgendwo? Ja, scheint mal sowas.
Das ist eine schöne. Was ist eine andere Spinnenart? Wo ist sie denn? Ah, die muss da irgendwo sein. Gucken hier. Bau. Giftschaden ist Klingenschaden. Da muss ich auf jeden Fall kontern. Ah, der Giftschaden haut ganz schön rein. Okay, geht aber. So, Kinnos, wo finde ich die gute Frau? Könnte mir fast vorstellen, dass sie da oben irgendwo sitzt. Oder vorne ist hell. Da vorne ist hell, da ist doch was. Oh, Kinders. Nee, ernsthaft, oder? Hinter mir, irgendwo da oben. Ich hoffe mal oben und nicht da unten. Rechts, doch, die ist irgendwo da unten. Alles doch, das ist doof. Da oben ist Spinne. Oh, ja, okay, also. Ich habe kein Gegengift mitgenommen. Scheißdreck. Okay, das heißt wieder zurück. Sorry, 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 sorry. Das habe ich jetzt auch nicht geahnt, dass ich hier wirklich da ins Giftgebiet, tiefe Giftgebiet einbringen muss. Das muss man mal gucken. Oh, hier zwischendurch rennen. Könnte funktionieren. Ich könnte auch sterben. Mal gucken, aber das ist dann der kürzere Weg. Sorry, das tut mir jetzt wirklich leid. Weil dass ich da wirklich dann, um an den eigentlichen Gesprächspartner rankommen, zig Spinnen erledigen muss, das konnte ich nicht ahnen. Das tut mir wirklich leid. So, also fast durch.
Inventar ist voll, okay. Dann tun wir mal schnell einen Trank hinterher kippen. Und was futtern. Und zwar was Wärmendes, dann kann ich zur Not auch die Rüstung anziehen und komme vielleicht ein bisschen besser durch. Da jetzt dann noch Kokons. Ich muss da lang irgendwie. Da ist der Frosch. Gruseliges Gebiet. Mir tut mir jetzt wirklich leid. Da war ich etwas schlecht vorbereitet. Ja, komm her. Was lasse ich denn immer liegen? Den Spinnenkopf. Tun wir lieber den Insektenpelz raus und den Spinnenkopf mitnehmen. Okay, komme ich hier irgendwie hoch? Ja. Dann bin ich ja eigentlich schon einigermaßen safe. Schade, 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 schade. Hab ich aber echt gepennt. Hätte ich, ja, hätte es zur Sicherheit eh mitnehmen sollen. Ach, ich habe die falsche. Ich denke gerade, wieso mache ich keinen Schaden? Das war jetzt gerade blöd. Da ich ge Ach, der gehe ich jetzt mal aus dem Weg. So, dann sind wir eigentlich wahrscheinlich hier genau. Ich kann schon mal auf den Speer wechseln, weil wenn es hier Ärger gibt, dann hier mit. Ja, war ein toller Ausflug. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dasselbe nochmal machen, aber diesmal mit Gegengift. Spät ist es ein. Ja, okay, das heißt, ich muss. Ach, das ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich. Das war jetzt.
natürlich doof. Ja, aber sei es drum, ist wie es ist. Okay, dann mal Türe zu und kurz eintüten, was es zum Eintüten gibt. Da wäre ich auf jeden Fall. Ah, doof, doof gelaufen. Aber was soll's. Also, Holz haben wir keins mehr. Fasern haben wir ein bisschen was. Die Spinnenseide bleibt ja drinne. Seide. Wüsst jetzt nicht, warum ich. Wo? Ist egal. Ist er wurscht. Da. Oh ja, jetzt haben wir schon langsam richtig viel von dem Zeug. Das, das. Chitin kann man auf jeden Fall brauchen. Darum gesagt, das nehmen wir ja mit. Das nehmen wir mit. Das können wir einlagern und dann können wir auch schon Heuer machen, wahrscheinlich dann. Beziehungsweise, ich werde noch kurz was kochen. Und. Ein bisschen aufräumen und dann hole ich euch nachher. Morgen wieder dazu in die nächste Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr mir was Gutes tun wollt. Abonniert den Channel, aktiviert die Bimmel, dann kriegt ihr mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier in Smalllands Survive the Wilds. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und immer schön gesund bleiben. Bye, bye.